Die AM1 wurde 1936 entwickelt. Sie ist eine einfache Aussteuerungsanzeige. Die AM2 wurde 1937 entwickelt. Sie ist ebenfalls eine einfache Aussteuerungsanzeige. Die EFM11 ist eine Anzeigeröhre mit integrierter Pentode zur Vorverstärkung. Die EM71 von 1949 ist auch eine einfache Aussteuerungsanzeigenröhre. EM80 von 1953. EM83 von 1957. EM84 von 1957.
EM85 von 1952. EM800 von 1967. EMM 801 von 1957. Ja, die Balken sind so schief.